Unser Roadtrip in Norwegen führt uns weiter nordwärts von Oslo aus in die Hedmark. In Oslo haben wir ein paar Tage an einem Top-Standplatz direkt an einem kleinen See verbracht. Der Gratis-Standplatz liegt im Ostteil der Stadt und das Zentrum kann man von dort aus sehr einfach mit dem Bus oder auch der T-Bahn, also der Tunnelbahn, erreichen. Tunnelbahn geht am schnellsten. Das Steinbrovannet, das ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Spaziergänger. Also Natur, ganz stadtnah. Also. Von Oslo aus sind wir dann nordwärts in die Hedmark aufgebrochen und haben noch einen Zwischenstopp in Elverum eingelegt. Hier haben wir dann auch wieder eins dieser beliebten Tömmestationen der Woche gemacht. Und ich hoffe, es ist informativ und regt ein bisschen zum Schmunzeln an. In Elverum, da gibt es dann auch so einen Mobilparkering, also einen gratis Standplatz für Wohnmobile. Ganz zum Schluss habe ich dann noch versucht, die Öffnungszeiten von Supermärkten in Norwegen zu erklären. Karteninfos und GPS-Daten gibt es ganz am Ende des Videos. Viel Spaß beim Anschauen und Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, weil im nächsten Video, da geht es nach Wingelen zu einer Schafzüchterin. Achso, vielen Dank an die, die meinen Kanal via PayPal unterstützen. Finde ich ganz toll. Wer das auch machen möchte, einen Link gibt es da unten in der Beschreibung. Also bis dann. Gute Tür und tschüss. Mit Spannung erwartet die Tömmestation der Woche. Die heutige Tömmestation ist im Elverum Caravan Center. Wie der Name sagt, das ist in Elverum. Das ist in der Bezirk Hedmark hieß der früher, jetzt haben sie den umbenannt nach Innlander. Also haben sie zusammengefasst. Jetzt sind sie wieder am Aufspiel. Egal. Elverum kennt ihr, ist auf dem Weg nach Trysil. Ist einiges an Verkehr und die Anlage liegt direkt in diesem Caravan-Center. Ist abends auch anzufahren. Es ist jetzt 21:45 abends. Ja. Es ist noch hell. Das ist so in Norwegen. Da ist es abends halt eben hell. Nachts wird es nicht so dunkel. Jetzt im Sommer nicht mehr. Wir haben heute den 26. Mai. Die Anlage scheint deutschen Fabrikat zu sein und ist aus gutem Edelstahl gemacht, sehr sauber gehalten und hat auch so ihre Tücken und Besonderheiten. Die Frischwasserversorgung ist so gestaltet, dass man die Literzahl, die man abzapfen möchte, voreinstellt. Das dreistellige Display geht aber nur vorwärts einzustellen. Das heißt, man muss erstmal bis 999 hoch, damit man wieder bei 0 ankommt und von da aus dann hochzählt. Das geht Gott sei Dank in 10er Schritten. Ansonsten wäre man da schon eine Weile beschäftigt, die Tasten da rumzudrücken. Aber ansonsten, man kann das auch einfach starten. Das geht auch. Und stoppen. Die Anlage ist gratis. Wie gesagt, auch abends zugänglich. Und da gibt es noch eine Tömmestation, also wo man dann seine Klo-Kassette reinkippen kann. Die ist in sage und schreibe 7 Schritten erklärt, wie man denn die Klappe aufmacht, das reinkippt und auf den Knopf drückt, um halt eben abzuspülen. Lustigerweise sind die meisten Wörter auf Deutsch belassen, Wasser zum Beispiel und so weiter. Aber diese Verschlussklappe, da steht dann Luk Lokke Etterbrück, das ist wohl norwegisch. Ja, und dann hier den Kran, den bedient man dann mit dem Fuß. Hier im Start, da wird dann die Spülung hier eingeleitet. Und die geht dann 0,9 Minuten, dann zählt das dann durch. So, der Gulli.
da geht das dann das Grauwasser los irgendwie. Und dann gibt es noch hier, das weiß ich nicht, was das soll. Wahrscheinlich für den Deckel, den man sonst irgendwo nicht abstellen kann von der, diesen Verschluss, diese Verschlussklappe von der Toilettenkassette. Wie gesagt, hier ist das Frischwasser. Da kann man dann einstellen. Wasser, Start, Stopp, dann fließt es. Und hier kann man dann Liter einstellen. Und da zählt es dann eben hoch. Ja, da ist man dann eine Weile dran, wenn es auf 500 steht. Und hier kann man dann den Gardena-Schlauch anschließen. Das ist da fest verbunden. Und ja, damit man dann gar keinen Fehler macht, ist da auch nochmal extra eine Durchführung für den Gartenschlauch. Also ich würde dieser Anlage 6 bis 7 von 10 Punkten geben. Die Bedienung ist etwas umständlich, finde ich. Also ist nicht besonders. Aber ansonsten ist halt prima, dass es natürlich gratis ist. Sollte man aber eigentlich von ausgehen, weil jede Gemeinde ist dazu verpflichtet, eine Thermostation zu betreiben. Was halt die Sache rausreißt, ist halt die Lage. Und die Lage ist halt sehr gut. Da sind einiges an Geschäften rundherum. Und dieses Elverum Caravan Center, da habe ich auch gute Erfahrungen mit. Die sind sehr nett und hilfsbereit und haben auch recht gute Preise eigentlich auch. Ja, im Verhältnis, für norwegische Verhältnisse. Ja, so, und jetzt habe ich was vergessen? Gratis und so weiter, ja, alles abgecheckt. Ja, GPS-Daten und so weiter kommen dann auch und jetzt geht die Reise weiter. Der Einstein wartet schon. Was ich gerade noch entdeckt habe, hier gibt es einen gratis Campingplatz, also Parkplatz, Standplatz. Bobil Parkering heißt das. Bobil ist das norwegische Wort für Wohnwagen. Bil heißt Auto und Bo heißt Wohnen. Der Platz ist gratis. Da sind irgendwie ein Platz für. Ja, so 4 Stück sind hier angedacht. Sind breite, große Parkplätze, sind nicht ganz gerade, aber. Mir ist es hier auch zu laut, also das ist irgendwie zu nicht gerade besonders schön. Aber wenn man halt spät nachts irgendwie, das ist von Oslo, sind es um die, ja, denk mal so 4 Stunden zu fahren, je nach Verkehr. Da ist es vielleicht ganz angenehm, wenn man dann hier dann übernachten kann. Ja, wenn man sonst einkaufen will und weiß ich wie. Die Geschäfte haben wir eh lang auf, also bis nachts um 9 die meisten oder 8. Und ich glaube, was sagt denn jetzt, der Kiwi hier, also der hat bis 23 Uhr auf. Also Ladensöffnungszeiten in Norwegen. Fällt mir gerade ein, denke ich mal, können wir gerade abhandeln. Und zwar ist das so, dass sonntags sind Geschäfte eigentlich geschlossen. Außer, die haben eine Sondergenehmigung und sind nicht größer als, also sind, dann dürfen die nur ganz klein sein. Deswegen, wenn man dann sonntags in ein Geschäft reingeht, ist das ganz komisch, da ist das oft so abgesperrt, dass die Verkaufsfläche auf die Sonntagsgröße reduzieren. Also auf dem Land oder so machen die das. Und da steht dann, wenn man da an den Geschäften vorbeifährt, da steht dann 7 bis 23 zum Beispiel. Das heißt, die haben an den üblichen Tagen, Montag bis Samstag, einschließlich Samstag, von morgens 7 bis nachts um 11 auf. Das ist auch schon mal was. Wenn dann allerdings, da steht dann auch schon mal 7.23 und dann nochmal 7.21. Das dann an dem Samstag. Da steht nicht extra Samstag dabei, da weiß man aber, okay, die zweite Uhrzeitsangabe. Öffnungszeitsangabe, die ist für den Samstag gedacht. Und dann gibt es halt eben noch, wo dann da steht Sön dahinter. Söndag, also Sonntag. Dann haben die auch am Sonntag auf.
Und da steht da auch eine Zeit. Also man kann das antreffen, dass man da drei verschiedene Zeiten sieht. Ja, also wie gesagt, mir ist es hier zu laut. Ich mache mich jetzt weiter.